herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich diese innovative Karte gebastelt habe. Warte, ich zeige sie euch nochmal in groß. Nimmst du mich auf den Arm? Pass auf! Und jetzt zeige ich euch, wie ich das gemacht habe und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Als erstes kümmere ich mich um die Gestaltung des Hauptmotivs. Den Hintergrund habe ich mit der Jellyblade und Acrylfarben gestaltet. Die kleinen Schmetterlinge, die ihr so im Hintergrund seht, sind ebenso wie die Blume und der große Schmetterling-Schablon von Semifilm. Sie hat neue Schablonen im Shop. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Ich verlinke euch den Shop auch nochmal unten in der Infobox. Sie hat sehr hochwertige Schablonen und wundervolle Motive. Egal ob Hintergrundschablonen oder Motivschablonen, schaut wirklich einfach mal vorbei. Es lohnt sich. Die Blume und den großen Schmetterling habe ich mit einem Stück abgeschnittenem Küchenschwämmchen und Acrylfarbe getupft. Dadurch bekommt das Ganze so eine wunderbar perlige Textur. Super bei den Schablonen vom Semifilm ist übrigens auch, dass sie die Masken, also das, was sie für die Schablonen rausgeschnitten hat, noch dazugelegt hat. Dadurch kann ich jetzt einfach die Maske von diesem Schmetterling benutzen und das wiederum zum Abdecken des Schmetterlings nutzen, während ich jetzt mit weißer Acrylfarbe einige Farbspritzer noch aufbringe. Nachdem das Bild komplett durchgetrocknet ist, habe ich ein Stück dickere Folie auf die gleiche Größe wie das Bild zugeschnitten und das Ganze mit Washi-Tape am linken Rand befestigt. Später werde ich dort noch einen Kreis aus Standzone als Griff anbringen. Die Ränder der Blume und des Schmetterlings ziehe ich dann auf der Folie nach und setze noch einen kleinen Schriftzug dazu. Wichtig ist, dass ihr einen Marker braucht, der auf Folie trocknet und nicht abperlt. Das Geheimnis des Rahmens ist, dass er aus zwei Fächern besteht. Im vorderen seht ihr nachher die Folie auf dem Trennblatt. Das Trennblatt trennt das vordere und hintere Fach voneinander und versteckt dann im zweiten Fach, im hinteren Fach, das eigentliche Bild. Beim Rausziehen wird dann der Hintergrund gleichzeitig aus dem hinteren Fach rausgezogen und es sieht so aus, als würde die Folie einen anderen Hintergrund bekommen. Dabei bleibt einfach nur das Trennblatt im Rahmen und der Hintergrund wird stattdessen rausgezogen. Wenn ihr das Ganze wieder reinschiebt, verschwindet der Hintergrund natürlich wieder im hinteren Fach hinter dem Trennblatt. Das Geheimnis der Karte ist gelüftet. Wie gesagt, schaut auch mal bei Semifilm vorbei, sie hat neue Schablonen im Shop. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst mir ein Abo hier, damit ihr auch die nächsten Videos mitbekommt.
Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!